warte aus. Warte, den Grimmer vergiss nicht. Und das Seekeller braucht man noch einer. Ja, die liegt ja schon drüber. Also, wie viel km haben wir letztens gehabt? 70 km/h, oder? Ja, knapp bei 70, 69. Mit dem originalen Auspuff. Mit dem originalen. Ich hoffe, dass der neue leiser ist einmal, weil hinten noch ein wenig zu ist auch. Und ja, besser geht auch. Also ein komplettes Setup nochmal aufgezählt, 15er Bing. Dena 70 Kubik, RS Zegan, MVD Zündung. Na gut, ich würde sagen, wir starten einfach, oder? Ja, yeah, gehen wir's an. Was ist jetzt das Problem? Aufnahme passt nicht, oder was? Mhm. Gut, das ist, weil das Buch Maxi N ist, gell, was du hast. Ja. Yeah. Okay, aber was ist jetzt der Plan für den Auspuff? Wir haben jetzt ein Flacheisen, was den Auspuff auf der Halterung verbindet, ne? Genau. Flacheisen, schauen wir mal, irgendwas Passendes an. Das passt genau. Wie schaut's aus, passt? Das ist nicht schlecht, oder? Okay. Das ist aber falsch fertig, der geht ein Lied nicht so. Ja. Jetzt nur noch mal zum Verständnis, weil das der Ausdruck nicht aufgepasst, gute Qualität. Muss man Hüsen dran, sagst du, oder? Muss man Hüsen dran, dass das dicht wird. Was sagst du denn dazu? Kommentar. Kann man nicht irgendwas einmal aufhören, schrauben einfach so, das passt. Ist noch fast ein Bier dazu. Und das ist schon davor. Das ist schon davor. Ich flieg aus. Hüsen selber auch nicht. Ich hab die Hüsen nicht gefilmt, damit wollen wir da Hüsen jetzt einigen, Tagesfekt, ey. Und dann ist das dicht normalerweise. Jetzt warm wir das dann ein. Du tagst nach einer Ewigkeit, sind wir so weit, oder wie? Ja, die hat schon sehr. Was hat jetzt gekostet? So schnell, aber sie setzen. Überweist uns jetzt mal einen 50 € Gutschein, oder was? Für die Scheiße. Alles drauf, oder was? Das ist normal immer das Erste, was du verlierst, gell? Das ist da hinten, ja. Ich glaube, dass das mit dem Räder jetzt ausgeht. Da hat keiner Mosen reingehauen. Nein, einfach die ganze Zeit drin, dann haut es das eh rein. Okay, das reicht. Reicht. Perfekt. So sind wir ready. Glaubst du es ist lauter, leiser, glaubst du es ist schneller? 70 km/h war letztes Mal. Schneller. Okay. Win-win. Win-win. Alter, wirklich viel leiser, hä? Schau, gell? Ich bin gut Probefahrt, oder? Ja, ich glaube, dass der passt. Ich glaube, dass es gescheiter von dir ist. Ja, glaube ich.
müssen euch eindüsen. Ja, weil es nicht schneller geht. Also die geht von uns zu Fazit von der ersten Testfahrtag. Ja, wirklich schneller geht's noch nicht. Okay, aber von unten viel mehr Kraft, also, wie es ausgeschaut hat, oder? Wirklich schneller geht's noch nicht, aber von unten her geht's wieder super gut. Ne? Also, du hast mal wegbeschleunigt, normal waren wir circa gleich, gell? Ja. Bei der Beschleunigung. Aber da hast du zumindest halt doppelt so viel Schub wie ich gehabt. Das ist krank gewesen. Und? Herzenbild? Ja, gerade schon eigentlich was Größeres. Wie geht eigentlich dein Fazit? Hat er sich ausgezahlt, die RS-Zigan, oder nicht? Die RS-Zigan, ja, auszahlt. Auf jeden Fall. 25 Euro, oder nicht? Ja, jetzt ist einmal nicht viel kosten, zweitens einmal, weil es schön leise ist jetzt wieder, die Maxi. Und geht von unten besser, oder? Und geht von unten viel besser. Und von oben? Ja, oben. Das ist gar nichts. Okay, 1-2 km/h. Okay, stopp. Also, ich würde sagen, das war's mit dem RS-Zigan-Video. 25 Euro, aber ist doch viel zum Anpassen, weil für Buchshop das wieder alles nicht zusammenpasst. Ne? Das ist für normale gedruckt, erstens. Und zweitens haben wir mit der Schelle. Ja. Das ist ein wenig ein Manko. Aber ist geil, weil es schaut original aus. Und leiser ist. Also das ist das Fazit. Von unten besser, leiser und schaut original aus. Jawohl, dann würde ich sagen, was ist mit dem RS-Zigan-Video? Wenn irgendwer sich auskennt da mit dem Rohr, wie viel man das anschneiden soll oder wie, was sich da leistungsmäßig verändert, kann er uns ja dazu schreiben, oder? Ja, na passt. Pfiat euch.